Chemie endlich verstehen, heute mit dem Thema Zersetzungsspannung und Überspannung. Als wichtiges Vorwissen solltet ihr Elektrolysen, die Redoxreihe und Standardpotenziale kennen. Falls ihr das noch nachholen müsst, schaut in die Beschreibung, da findet ihr die Links zu diesen Videos. Die Zersetzungsspannung ist ein Grundbegriff der Elektrolyse. Bei der Elektrolyse wird eine ansonsten freiwillig ablaufende Redoxreaktion umgekehrt, indem wir eine elektrische Spannungsquelle anschließen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze als galvanisches Element vorstellen würden mit einer Zink- und einer Jod-Halbzelle, würden die ganzen Reaktionen eigentlich andersrum laufen. Nur dadurch, dass wir eine Spannungsquelle anschließen, laufen die Reaktionen so ab, wie sie hier abgebildet sind. Das heißt, bei einer Elektrolyse wollen wir die Reduktion begünstigen. Das heißt, die Zinkionen sollen durch Elektronen zu Zink reduziert werden. Auf Teilchenebene würde das so aussehen. Wir haben unsere Graphitelektrode. Die Zinkionen diffundieren an die Elektrode heran. Die Elektronen, die wir durch die Spannungsquelle in die Elektrode geben, werden auf die Zinkionen übertragen und machen so daraus elementares Zink. Das, was aber auch passieren kann, beziehungsweise das, was dadurch passiert, dass hier Zinkionen zu Zinkatomen reduziert werden, ist, dass wir hier ein galvanisches Element ausbilden. Dadurch entsteht auf der Graphitelektrode ein Zinküberzug und in dieser Graphitelektrode, diese ist dann von Jodmolekülen umgeben. Dadurch entsteht ein galvanisches Element und dieses galvanische Element erzeugt eine Spannung, die der Zersetzung entgegenarbeitet. Wie kann ich mir das vorstellen? Zink ist unedler als Jod, wodurch hier die Elektronen wieder abgegeben werden können. Das heißt, die Elektronen werden vom Zinkatom auf die Elektrode übertragen und das Zinkion, das dann entsteht, diffundiert wieder in die Lösung. Diese Spannung, die hier entsteht, nennt sich Polarisationsspannung. Diese wirkt auch der Zersetzung, also der Elektrolyse, entgegen. Das heißt, wir haben einen Prozess, der durch die Reaktion, die hier abläuft, entsteht, der aber der Gesamtelektrolyse entgegenwirkt. Wenn wir nun eine Elektrolysezelle aufbauen und anschließen an ein Messgerät, können wir Folgendes messen. Wenn wir eine niedrige Spannung anlegen, fließt kein Strom. Das liegt daran, dass die Polarisationsspannung genauso groß ist wie die Spannung, die wir angelegt haben und deswegen läuft keine Elektrolyse ab. Das heißt, wir müssen die Spannung immer weiter erhöhen und erst ab einem gewissen Punkt steigt der Strom, beziehungsweise das heißt, dass hier Strom fließt und die Elektrolyse abläuft und erst ab einer bestimmten Spannung läuft die Elektrolyse ab. Diese maximale Polarisationsspannung, das heißt die maximale Spannung, die noch dafür sorgt, dass die Zersetzung nicht abläuft, nennt sich Zersetzungsspannung. Wenn diese maximale Polarisationsspannung erreicht ist, fängt an, die Elektrolyse abzulaufen. Das heißt, das ist die Mindestspannung, damit die Elektrolyse anhaltend abläuft. Die liegt dann quasi an diesem Punkt. Das kann man auch grafisch bestimmen, indem man diesen linearen Teil einfach bis zur X-Achse verlängert. Die Zersetzungsspannung kann man auch berechnen, aber auch tatsächlich nur unter idealen Bedingungen. Das heißt, unter Standardkonzentration, Standardtemperatur, mit der idealen Elektrode, das heißt mit der Platinelektrode. Und die würde man berechnen, indem man sagt, die Zersetzungsspannung ist die Potentialdifferenz von Plus- und Minuspol. Hier steht E0, das heißt, wir können hier die Standardpotenziale benutzen, aber tatsächlich nur, wenn es sich um die Standardbedingung handelt. Ansonsten müssen wir Abscheidungspotenziale bestimmen, das geht auch über die Nernst-Gleichung, aber der Einfachheit halber nehme ich hier mal die vereinfachte Variante. Das heißt, wir nehmen hier das Standardpotenzial von Jod und von Zink. Die könnt ihr in Listen nachgucken. Die setzt ihr einfach nur ein und berechnet für die Zersetzungsspannung einen Wert von 1,38 Volt. Das heißt, diese Spannung sind 1,38 Volt. So viel oder so groß muss die Spannung sein, die man anlegt, damit die Zersetzung, die Elektrolyse erst beginnt. Vorher ist die Polarisationsspannung so groß, dass dieser Prozess nicht abläuft. Die Überspannung.
Die meisten Elektrolysen laufen nicht unter idealen Standardbedingungen ab. Wenn sie nicht unter idealen Standardbedingungen ablaufen, braucht man eine höhere Spannung. Diese höhere Spannung nennt sich Überspannung und wird mit dem kleinen Eta abgekürzt. Gründe dafür sind unterschiedlich. Einer der Standardgründe sind, dass man andere Elektroden nutzt. Zum Beispiel eine Graphitelektrode. Diese hat eine höhere Aktivierungsenergie und dadurch wird mehr Energie benötigt. Das heißt, wenn wir den gleichen Versuch mit einer Platinelektrode durchführen und mit einer Graphitelektrode, ist die Zersetzungsspannung bei der Graphitelektrode deutlich größer. Die Differenz zwischen berechneter Zersetzungsspannung und gemessener Zersetzungsspannung ist dann die Überspannung. Das heißt, die könnt ihr so auch berechnen. Neben der Elektrode gibt es auch weitere Gründe, zum Beispiel Temperaturen und Konstellationen können unterschiedlich sein. Das heißt, es würde zu einer schnelleren Diffusion der Edukte an die Elektrode führen oder zu einer langsameren. Falls Gase als Produkt auftreten, ist das Ablösen der Gasblasen von der Elektrode auch ein Prozess, der relativ lange dauert und dadurch auch die Spannung etwas erhöhen kann. Es gibt noch weitere Gründe, aber die sind an dieser Stelle erstmal irrelevant. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden. Bis bald.